Aktuell bezahle ich für zusätzlichen iCloud-Speicher 2,99 Euro im Monat. Doch die meisten iPhone-Benutzer bezahlen mittlerweile sogar noch mehr, zum Beispiel 9,99 Euro im Monat für 2 Terabyte. Aber warum sollen wir überhaupt für iCloud-Speicher bezahlen, wenn das iPhone doch bereits über 1000 Euro kostet? Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch du nur zusätzlichen iCloud Speicherplatz benötigst, weil deine Fotos und Videos zu viel Speicher verbrauchen. Deshalb zeige ich dir in diesem Video, wie du unbegrenzten iCloud Speicher auf deinem iPhone erhältst, um Fotos und Videos vollständig zu speichern, ohne dass du dafür in Zukunft auch nur einen einzigen Cent bezahlen musst. Damit das klappt, musst du zunächst an deinem iPhone in die Einstellung gehen und auf deine Apple ID klicken. Im Anschluss daran tippen wir iCloud an. Wir wählen hier Accountspeicher verwalten aus. Den meisten Speicherplatz verbrauchen bei mir die Fotos mit 69,6 GB. Ist das bei dir auch der Fall? Dann klicken wir Speicherplan ändern an. Dort siehst du die unterschiedlichen Speicherpläne und die dazugehörigen Kosten. Wir wollen aber zukünftig kein Geld mehr für iCloud ausgeben und tippen jetzt auf Downgrade Option. Apple stellt jeder Apple ID 5 GB Speicherplatz absolut kostenlos zur Verfügung. Doch sind wir mal ehrlich, mit den kostenlosen 5GB iCloud Speicher kommen die meisten iPhone-Nutzer nicht weit. Für Apple ist das Geschäft mit dem iCloud Speicherplatz natürlich lukrativ und trotzdem gibt es einen einfachen Trick, der es dir erlaubt, eine unbegrenzte Anzahl von Fotos und Videos in deiner iCloud völlig kostenlos hochzuladen und zu speichern. Und übrigens, dein standardmäßiger kostenloser 5GB Speicherplan bleibt davon unberührt sodass du diesen für andere wichtige Dateien nutzen kannst. Keine Sorge, der Trick ist natürlich erlaubt. Schließlich hat Apple diese Funktion selber eingeführt. Hierbei handelt es sich um die Funktion geteilte Fotoalben. Doch diese ist standardmäßig deaktiviert und muss vorher in den Einstellungen aktiviert werden. Wir klicken in den Einstellungen auf Fotos. Zunächst solltest du iCloud Fotos deaktivieren, um zu verhindern, dass die Fotos automatisch in deiner iCloud gespeichert werden. Da ansonsten sofort dein Speicherplatz verbraucht ist, ich lasse dies bei mir zunächst aber mal aktiviert. Am wichtigsten ist es, dass du ein Stück nach unten scrollst und den Punkt Geteilte Alben aktivierst. Ansonsten funktioniert unser Trick anschließend nicht. Nun wechseln wir zurück in unseren HomeScreen und öffnen danach die iPhone Photo-App. Dort klicken wir auf das Plus oben links. Hier klicken wir Neues Geteiltes Album an. Dieses Album können wir dann benennen, zum Beispiel Geteiltes Album 1. Grundsätzlich gilt, du kannst maximal 200 geteilte Alben erstellen. Das Album kannst du jetzt mit anderen Personen teilen. Wir wollen unsere Fotos aber privat halten und fügen deshalb keine Personen hinzu. Also klicken wir als nächstes auf Erstellen. Und voila, du hast gerade dein erstes geteiltes Album erstellt. Dieses wählen wir nun aus und klicken auf das Plus, um Bilder zum Album hinzuzufügen. Anstatt einzelne Fotos möchte ich verschiedene Alben hochladen. Zum Beispiel wähle ich meine Favoriten aus. Jetzt markiere ich alle Fotos innerhalb dieses Ordners und drücke im Anschluss daran auf Hinzufügen. Du könntest deine Bilder noch durch einen Text ergänzen. Das machen wir zunächst aber nicht. Wir tippen Posten an. Keine Sorge, die Bilder werden nicht auf Social Media oder ähnliches gepostet, sondern nur in deinem geteilten Album, wo wir vorher festgelegt haben, dass nur du darauf zugreifen kannst. Selbst wenn du Fotos in das geteilte Album hochlädst, die über 10 GB Speicherplatz belegen, wird dies deinen kostenlosen 5 GB iCloud Speicher nicht beeinträchtigen, da die Fotos im freigegebenen Album gespeichert werden und es seitens Apple keine Einschränkungen bezüglich der Dateigröße deiner freigegebenen Alben gibt. Rein technisch gesehen hast du also mit den geteilten Alben kostenlosen iCloud Speicher für deine Fotos und Videos. Die Bilder befinden sich im geteilten Album und wir gehen zurück. Ein weiteres Mal klicken wir oben links. Wenn du dann ein kleines Stück nach unten scrollst, findest du dort dein geteiltes Album. Danach kannst du den alten Favoritenordner wechseln und einfach alle Bilder auswählen. Im nächsten Schritt löschen wir die Bilder, um noch mehr Platz auf unserem iPhone zu schaffen. Keine Panik, deine Bilder werden zwar vom iPhone gelöscht, aber du kannst jederzeit auf die Bilder im geteilten Album zugreifen. Der einzige Nachteil an den geteilten Alben ist, dass du die Fotos im Anschluss nicht mehr bearbeiten kannst und die Qualität etwas reduziert wird. Wenn du nicht gerade beruflich als Fotograf unterwegs bist, sollte dies aber kein Problem für dich darstellen. Trotzdem empfehle ich dir zunächst den Trick mit den geteilten Alben anhand einzelner Bilder zu testen. Besonders cool an den geteilten Fotoalben ist, dass du einzelnen Bildern einen Daumen hoch geben oder mit einem Text kommentieren kannst. Außerdem kannst du mit einem Klick auf dieses Symbol noch nachträglich andere Personen hinzufügen oder den Ordner vollständig löschen. Wichtig ist noch zu sagen, dass du maximal 5000 Bildern ein geteiltes Album hochladen kannst. Falls ein Album also voll ist, gehen wir einfach wieder innerhalb der Foto-App auf das Plus oben links und wählen Neues geteiltes Album aus. Dieses benennen wir dann anders als das vorherige Album, zum Beispiel Geteiltes Album 2. Dann klicken wir auf Weiter oben rechts. Und hier drücken wir erneut auf Erstellen, ohne eine Person hinzuzufügen. Wir gehen zurück und ich will dir noch einen anderen Weg zeigen, wie du anschließend Bilder in ein neues geteiltes Album hochladen kannst. Klicke einfach auf einen Ordner, zum Beispiel Favoriten, und danach wählst du die Bilder aus, welche du in iCloud hochladen willst. Nachdem du deine Auswahl getroffen hast, klicken wir unten links auf Teilen. Dort tippen wir zu geteiltes Album hinzufügen an. Unten rechts kannst du auswählen, ob die Bilder am ersten oder aber zweiten geteilten Album hochgeladen werden sollen. Wir bleiben aber bei Album 2 und bestätigen mit einem Klick auf Posten oben rechts. Nun gehen wir zurück oben links und scrollen ein kleines Stück nach unten. Du siehst hier beide geteilten Alben und kannst jetzt auch das zweite Album anklicken. Schreib mir gerne in die Kommentare, wie viel du aktuell für zusätzlichen iCloud Speicherplatz im Monat ausgibst. Falls dir das Video gefallen hat, dann lass gerne ein Like da, abonniere meinen YouTube-Kanal und aktiviere die Glocke, damit du nie wieder ein Video von mir verpasst. Außerdem habe ich dir noch ein weiteres iPhone-Video verlinkt, welches du dir unbedingt anschauen solltest.